Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Heute werden wir uns den Wachstum der Trips Tag für Tag anschauen. Ein Tag nach dem Verstreuen der Eier ins Wasser erkennt man die Trips als kleine orangefarbene oder weiße Pünktchen. Ein Tag daraufhin kann man schon die Wirbelsäule als eine weiße Linie und den Rückenschild erkennen. Mir gelingt es, eine Aufnahme während dem Häuten der Trips aufzunehmen. Übrigens schwimmen alle drei Triops, die ich gerade züchte, an anderen Stellen des Beckens. Hier kann man die Schwänze als zwei Fäden sehen. Diese könnt ihr nach 4 Tagen erkennen. Die Triops schwimmen immer hin und her, um Futter zu suchen. Nach 5 Tagen erkennt man die 2 schwarzen Augen. Am Anfang dachte ich zwar, dass sie nur 2 Augen haben, aber nach einigen Recherchen habe ich festgestellt, dass sie nicht nur 2 Augen haben, sondern 3. Innerhalb 6 Tagen sind die Trips auch schon ganz groß geworden. Am 7. Tag kann man auch schon den Bauch der Triops, den Brustvorsatz und die Beine mit den Füßen deutlich sehen. Nach 3 bis 4 Tagen sollte man einen Teil der Sedimente von der Wasseroberfläche entfernen. Dazu braucht ihr euer Spatel und einen Behälter, um die Sedimente da reinzufüllen. An ihrem 10. Lebenstag solltet ihr Sand und Kies auf dem Boden des Beobachtungsbeckens füllen. Dazu müsst ihr als erstes das Kies und das Sand mit destilliertem Wasser auswaschen. Das Kies verteilt ihr gleichmäßig auf dem Boden des Beckens. Ihr solltet darauf achten, die Triops nicht zu bedecken. Diesen Vorgang müsst ihr bei dem Sand auch anwenden. Ihr könnt dann auch noch ein bisschen von den Sedimenten entfernen. Abonniert den Kanal, um nichts zu verpassen. So sehen dann ausgewachsene Triops aus. Die müssen sich hier aber richtig wohlfühlen. Das war's dann auch schon mit dem Video. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.